Elikani. Hallo. Ah, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. So. Ja, ah, Mensch. Danke. Ja, danke schön. Danke. Ich habe eigentlich nur Fragen. Ich müsste nur Fragen stellen, aber das Blöde ist, dann bräuchte ich auch Antworten. Und ein Teil der Antworten, die ich mir auf meine Fragen geben müsste, würde mich total verunsichern. Da bin ich ganz bei unserem großen Innenministerversuch. Auf den komme ich noch ein paar Mal heute Abend, ne? Drohnen-Tommy. Falls Sie es noch nicht wussten, das ist der Mann, der uns im Ernstfall vor allem schützen soll. Es ist so viel weggebrochen in uns, um uns und um uns herum. Guck mal, Frankreich, da muss man sich jetzt schon freuen, dass der korrupte, gestauchte Giftzwerg Sarkozy wieder an die Macht drängt, um den Front National zu verhindern. Und bei uns auch alleine mal die Kanzlerin. Mein Weltbild. Da macht sie in diesem Jahr einmal was Vernünftiges, zeigt einmal ein bisschen menschliche Regung von wegen, ja, die Flüchtlinge da einfach in Ungarn am Bahnhof stranden lassen, das geht nicht. Und dann wird sie von den eigenen Reihen sowas von in den Senkel gestellt. Ich habe bei der Generaldebatte im Bundestag die arme Frau watschelt ins Plenum, schaut sich um und sagt, mag mich denn hier gar keiner mehr? Und dann melden sich so aus der SPD die letzten 2, 3 verbliebenen Sozialdemokraten, ne, und die Grünen auch, weil die wissen, mit ihr kommen wir wieder an den Trog. Und die Linkspartei schwenkt transparent und sagt, Angie, wir wollen ein Kind von dir. Und ich auch. Ich auch. Ich meine, für mich war das 10 Jahre lang, habe ich mich an unserem Führungsvakuum abgearbeitet und auf einmal musste ich sie verteidigen. Ich! Das war schon hart am Borderline-Syndrom. Ne? Nein, aber warum? Warum das Ganze? Die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge, das Wort des Jahres, haben alles verändert. Ist komisch, ne? Im ersten Halbjahr waren die Flüchtlinge noch kein Thema, oder? Alle haben gewusst, ja, da kommt was. Ne, weil irgendwie vor 2 Jahren hieß es, 40 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Im letzten Jahr hieß es, 52 Millionen sind weltweit auf der Flucht. Anfang dieses Jahres, 60 Millionen sind weltweit auf der Flucht. Was haben die eigentlich gedacht, was die machen? Eine Rundwanderung? Irgendwo wieder ankommen? Ne? Die Bundespolizei hatte im Januar schon geschätzt, 1 Million wird kommen. Da hatte de Maizière noch gemeint, dass sie haben keine Ahnung, da kommen höchstens 400.000, ich weiß das, ich bin der Chef. Jean-Claude Juncker, der Zauberer, der Magier, der Wundermann, der in Luxemburg mal aus Briefkästen und Schließfächern ein ganzes Land geformt hatte, um so der Welt, um so der Welt zu zeigen, was er unter einer europäischen Wertegemeinschaft versteht, der hatte die Kanzlerin im Mai einbestellt. Chère Angela, wir brauchen dringend einen Verteilungsschlüssel für die Flüchtlinge für ganz Europa. Da hat die ihn noch abgebürstet. Das ist kein Thema für mich. Im Moment, das ist im ersten Halbjahr. Da war alles noch so normal. Ne? Da wussten wir, hey, wir sind super. Und der Rest ist Bebe. Weil da hatten wir unseren alles Schuldigen, der Grieche. Der Grieche, die Faule, der Grieche. Redet heute noch irgendjemand von Griechenland? Ist weg, ne? Mir tut der Tsipras so leid. Der hopst mit seinem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom in Athen rum und sagt, hey, ich bin doch auch noch da, was soll ich denn noch machen? Die könnten heute den Varoufakis wieder zum Finanzminister machen. Es würde keine Sau interessieren.
bis zum Sommer waren wir noch die, da waren wir die Oberlehrer. Haben gesagt, wir sind die Besten, wir sind die Tollsten. Alle in Europa sollen sich an uns ein Beispiel nehmen. Ich sage jetzt, an was eigentlich konkret? Wie man Großprojekte pünktlich, kostenneutral und zielorientiert zu Ende bringt. Das musste uns Ägypten in diesem Jahr zeigen. In knapp 10 Monaten hatten die den Suezkanal in seiner Breite verdoppelt, damit die Schiffe im Gegenverkehr fahren können. Ich bin heute über die A3 angereist. Bis da die Baustellen weg sind, können die Autos schwimmen. Ne? Es ist wirklich die Wir und Großprojekte, da muss ich mal den Weitblick der Hamburger loben. Ne, nix Olympia. Hatten die sich ja wirklich dafür, dass Olympia abge... Die Bewerber waren für mich schon der Witz. Berlin mit seinem als Steppe getarnten Großflughafen. Und Hamburg mit seiner Elbphilharmonie. Ich war heilfroh, dass Stuttgart nicht auch noch seinen Hut in den Ring geworfen hatte für die Ausrichtung der unterirdischen Winterspiele 21. Ne, nein, wir... Es ist so viel weggebrochen in diesem Jahr. Die Werte, ne? Auch die Abgaswerte. Das war ja des Deutschen liebstes Kind. Das Auto. Und nicht nur irgendein Auto, das Auto. VW. Das hatte die Taz so schön auf den Punkt gebracht. Volk ohne Wagen. Ne? Und kaum hatten wir uns davon erholt, kam der nächste Hammer. Fußball. Die schönste Nebensache, der DFB im da hängt alles irgendwo zusammen, wenn du Pokalspiele siehst und die Werbung vorher. Der DFB-Pokal wird Ihnen präsentiert von Volkswagen. Aber unser, ausgerechnet unser DFB, ein gemeinnütziger Verein, wie die FIFA, ne? Gut, gemein, okay, das wissen wir, aber... Funktionäre von der FIFA reihenweise verhaftet. Und dann kam die amerikanische Justizministerin Loretta Lynch, ein sehr schöner Name auch. Und die hat ihr Lynch-Paket für die FIFA geschnürt und uns dann mitgeteilt, alle Vergaben für Fußball-Weltmeisterschaften seit 1998 waren geschmiert. Also völlig normal. Moment, hat der DFB gesagt, eine WM war sauber. Unsere. Die von 2006. Deshalb hieß sie auch Sommermärchen. Ne? Und dann hat... Und dann hat der... Und dann hat der damals schon zukünftige ehemalige DFB-Präsident Niersbach auf seiner Pressekonferenz rumgestammelt, ging hin und hat gesagt, ja, ich wüsste selber gerne... wer ich eigentlich bin und habe hat er alte Texte von Edmund Stoiber aufgetragen. Ne, und dann geriet einer in Verdacht, von dem wir das gar nicht, der Kaiser, die neue Zwielichtgestalt, ne, gegen den hatte die Ethikkommission der FIFA ermittelt. Ja, die FIFA leistet sich eine werkseigene Ethikkommission. Ne, das ist ungefähr so, als hätten die Betreiber von Atomkraftwerken ihren eigenen TÜV. Ach so, haben die ja. Na naja, gut, egal. Jetzt hatte aber... Jetzt hatte die Ethikkommission den Beckenbauer am Wickel wegen seiner Unterschriften und allem. Und ihn, der normalerweise doch immer nur sagen muss, ja, Gute. Und schon sagt ein ganzes Volk, ist alles gut? Weil der Beckenbauer hat, ja, gut, gesagt. Nein, die hatten gegen ihn ermittelt, weil die Vergabe der WM an Russland 2018, da hatte er sich so stark gemacht dafür. Und danach wurde er ganz zufällig Botschafter für Gazprom. Hatte uns Loretta Lynch gesteckt. Das war so eine kleine Meldung. Ist ja oft so, dass die kleinen Meldungen... die interessantesten sind. Ne, hat sich auch niemand aufgeregt. Können Sie sich noch erinnern an das Geschrei
damals, als der Schröder zu Gazprom gegangen ist, als oberster Gasableser von Putin? Sauerei aus dem Agenda. Aber beim Beckenbau, ja gut. Easy. Ich habe mich ja nur gefragt, was bitte macht man eigentlich als Botschafter für Gazprom? Hat ihm der Schröder dann erklärt, das ist ganz einfach, Franz, ne? Hand aufhalten. Sonst noch irgendwas in dem Jahr, was als klare Linie galt, als verlässlicher Werteanker? Natürlich. Keine linke Regierung in Europa. Ende Januar, nach der Wahl in Griechenland, da waren sich alle einig, oder? Syriza! Die nicht! Nicht mit Brüssel, nicht mit den Institutionen und schon gar nicht mit unserem Kassenwart. Wolfgang Schäuble, der Zuchtmeister, der jeden griechischen Vorschlag abgebügelt hat, das reicht nicht. 28. Februar, 24 Uhr, ist over. Griechenland zurück auf Werkseinstellung. Natürlich war Syriza auch für alles verantwortlich, was die Kleptokraten jahrzehntelang vorher verbockt hatten. Also die Nea Demokratia und die PASOK, also die Schwesterparteien von CDU, CSU und SPD. Da haben sich die Intelligenzcontainer der Union, all die unvermeidlichen Talkshow-Größen von Wolfgang Bosbach über Markus Söder bis zum Fraktionsvize Fuchs ganz verwundert gezeigt und haben gesagt, hey, ein durch und durch korruptes System dort in Athen, die Abgeordneten werden alle beeinflusst von außen. So, also das passiert nur in Griechenland? Monatelang hatte bei uns die Internetplattform Abgeordnetenwatch.de um Informationen gebettelt. Von wegen, welche Lobbyisten also Hausausweise von welcher Partei kriegen für den Bundestag, na, damit sie jederzeit in die Büros spazieren dürfen, um nachzuschauen, ob auch alles in ihrem Sinne geregelt wird. Und da hat sich die Union gewunden. Oh, nee, wir wollen das nicht, nein. Um dann irgendwann zähneknirschend zuzugeben, also ja, wir haben auch ein paar. Insgesamt gibt es 1111 Hausausweise. Alleine 765 davon haben CDU und CSU verteilt. Also zwei Drittel. Heißt, auf jeden Unionsabgeordneten kommen drei Lobbyisten, um ihm beizubringen, wie unabhängiges Regieren geht. Und klar auch, woher die meisten kommen, ne? Pharma, Auto, Rüstung, Versicherungen, Banken, ne, die großen Ölkonzerne, in deren Sinne das abgeschwächte Fracking-Gesetz gestaltet wurde. Okay, die von Miserior, die den Ärmsten der Armen helfen, die haben auch einen Hausausweis bekommen, ja. Aber nicht von den Christen der Union, von der Linkspartei. Ich sag, das ist alles. Aber so kompliziert wollen wir es ja nicht. Wir wollen es einfach. Wie wir es uns sagen, alle Griechen sind faul, sollen endlich sparen, um so die Wirtschaft anzukurbeln. Das funktioniert nicht. Das hat noch nie irgendwo funktioniert. Aber das ist uns egal. Mit den immer gleichen Methoden erhoffen wir uns immer ein anderes Ergebnis. Das ist die Definition von Wahnsinn, hat Albert Einstein mal gesagt. Physiker. Hätte unsere Kanzlerin ein... Gut. Die Russen waren in diesem Jahr sehr froh, dass es die Griechen gab, weil da konnten die zwischendurch immer wieder durchschnaufen. Weil ansonsten war immer der Russe ist wieder da, der böse Russe war auf einmal die einzigen, die das mit den Russen locker genommen haben, das waren meine Bayern. Ne, wenn da der alte Schreckensspruch kam, die Russen kommen, da hat der Dobrindt nur kurz gelacht und gerechnet. Panzermaut. Weil das. Das wird das Einzige sein, was ihm noch bleibt. Sonst hat ihm Brüssel ja alles weggenommen. Sonst hat er ja nichts mehr, der Mautminister. Also der Minister ohne besonderen Aufgabenbereich. Aber er ist wie ein trotziges Kind, da stampft er immer auf und sagt dann, ich will meine Maut.
und ich kriege meine Maut. Dobrindt, als der klein war, müssen Sie die Schaukel auch zu dicht an die Hauswand gesetzt haben. Anderes kann ich mir bei dem nicht erklären. Na, und wenn der Hausmann die kriegt an. Ja. Und dann wurde herbeigeredet im ganzen Jahr, die Kriegsangst. Wir müssen vor Krieg Angst haben, der Russe und jetzt unsere europäische Allianz gegen den islamischen Staat und wir dabei. Nur habe ich mir gedacht, mit was? Womit? Also mit unserem technischen Gerät, da wird man uns kaum eine aktive Beteiligung an irgendeinem Kriegsgeschehen unterstellen können, ne? Nach den schrecklichen Anschlägen von Paris, als wir da Hollande unsere Unterstützung zugesagt hatten mit den Tornados. Da hat er nur gemeint, oh mon Dieu. Wie schaffen die das denn über die Alpen? Ne, aber das ist. Aber Soldat. Aber Soldaten schicken wir. Soldaten schicken wir. 1200 Stück. Das war auch der Not geschuldet, weil der Platz in den Kasernen gebraucht wird für die Flüchtlinge. Weil wir ja alles so super geplant hatten, ne? Und tolle Hubschrauber hatten wir bestellt. Da kann sich auch die Verteidigungsministerin nicht mehr rausreden. Für Hunderte von Millionen haben wir Marinehubschrauber bekommen in diesem Jahr, die ein Überflugverbot für Nord- und Ostsee haben. Was ja auch der Sinn eines Marinehubschraubers ist, dass er über dem offenen Meer nicht fliegen darf. In Kiel, in den Werften, werden jetzt schon U-Boote mit Achsen und Gürtelreifen nachgerüstet, damit die autobahntauglich sind. Freut sich der Dobrindt wieder. U-Boot-Maut. Vielleicht sollten wir doch dem Drängen der Amerikaner nachgeben. Die sagen ja, es wird Zeit, dass also die NATO und auch wir Waffen für die Ukraine liefern. Sollten wir machen. Ausschließlich Deutsche. Und zwar an beide Seiten. Das wäre der Anfang einer vielleicht wirklich erfolgreichen Friedensmission. Gut, die Ukraine, ne? Die Ukraine, die hat man noch schneller vergessen als Griechenland. Die war, bis März war sie noch ein bisschen präsent, weil da wurde die Kanzlerin gefeiert für das Friedensabkommen von Minsk. Nachdem Minsk I nicht funktioniert hat, haben sie es neu lackiert und Minsk II getauft. Große Runde mit der Kanzlerin, Hollande, Putin und Poroschenko, dem Schokoladenoligarch, der am Nationalfeiertag in Kiew die Militärparade abgenommen hatte im Herbst. Und da sind die Soldaten so an ihm vorbeimarschiert und alle haben gesagt, ja, und wo sind die Panzer? Und wo sind die Haubitzen? Und hat er gesagt, die sind alle im Waffenstillstandsgebiet unterwegs. Weil natürlich wurde nach dem Friedensabkommen dort unten im Donbass weitergeballert, wie blöd. Nach dem Abkommen, das die Kanzlerin ausgehandelt hatte. Aber wenn etwas, was die Kanzlerin ausgedacht hat, sich nicht funktioniert, dann wird einfach nicht mehr darüber berichtet. Damit an unserer Sissi nichts kleben bleibt. Sie hatte sowieso im Vorfeld schon das gemacht, was sie am besten kann, die Erwartungen gedämpft. Das ist nicht viel, was wir hier erreicht haben, aber es ist mehr, als wenn wir gar nichts erreicht hätten. Ja, für so einen Satz kann man jemanden schon mal für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Dafür wurde die allen Ernstes in diesem Jahr gehandelt. Hat nicht ganz geklappt, aber sie hat ja ihre Ehrung bekommen zum Jahresende. Das US-Magazin Time, das ist, muss die amerikanische Version der Titanic sein, die hat die Kanzlerin zur Person of the Year gekürt. Wow, habe ich mir dann endlich mal wieder ein deutsches Gesicht auf dem Cover nach Willy Brandt, Konrad Adenauer und richtig. Ne, und die Kanzlerin der freien Welt, eine tolle Begründung der Jury. Warum? Also ihre Führungsstärke? Da musste sie selbst erst mal googeln, was das ist. Dann haben wir, sie hat Europa geeint. Das Europa, das uns gerade um die Ohren fliegt. Und dritte, sie stellt sich jeder Tyrannei mutig entgegen. Ja, ne? Sieht man immer zweimal jährlich, wenn sie zum Hofknicks nach Peking reist. Hat man auch schön gesehen, wie sie dem Despoten Erdogan
die Stirn geboten hat. Wow! Also, du darfst jetzt Üngülü zu mir sagen. Hauptsache, du hältst uns die Flüchtlinge vom Leib. Person of the Year, wer da noch alles mit war auf dem Podest, war schon lustig. Auf Platz 2 al-Baghdadi, der Chef vom Islamischen Staat. Und auf Platz 3 Donald Trump. Dass sie al-Baghdadi auf Platz 2 verwiesen hatte, da hat mir dann doch die Schlagzeile in der Bild-Zeitung gefehlt. Merkel besiegt den Islamischen Staat. Aber ich habe mir in diesem Jahr nur manchmal gedacht, sag mal, musst du dir das alles eigentlich täglich geben? Dann musste ich, oh, dieses Dauernde und wo du. Ich habe mir gedacht, nee, komm, die Tour 2015, so Ende Mai, Anfang Juni, wenn es auf den Sommer geht, die lässt du ein bisschen ruhiger angehen. Suchst dir schöne Gegenden aus, wo du hinfährst, nicht jeden Tag was Aktuelles schreiben müssen, bisschen Ruhe, bisschen easy. Jetzt war ich Ende Mai in der Schweiz, 2 Tage Zürich. Was hatte ich vor Ort? Den FIFA-Skandal. Guck aus meinem Hotel und sag, was machen die da drüben mit den Bettlaken? Also die Dings abgeführt, dürfte ich mich stündlich updaten, um dem Züricher zu sagen, was mit der FIFA. Weil erst war der Blatter weg, 2 Stunden später war er wieder da. Weil er sich selbst einen Umschlag überreicht hatte. So, da drin ist ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Woche später, jetzt gehst du ein bisschen wandern, schön Ruhe, Oberbayern, Berge, Ruhe. Was hatte ich? Den G7-Gipfel rund um Garmisch. Diese Showveranstaltung unterhalb der Zugspitze, Trinken und Winken auf Schloss Elmau. Ich war dort. Zäune, Stacheldraht, 24.000 Polizisten. Im Tal unten japanische Touristen mit ihren Feldstechern. Die waren ganz verwundert. Haben gesagt, dass Nordkorea so ein schönes Bergpanorama hat. Was bleibt uns jetzt von diesem tollen Gipfel? Knapp 300 Millionen gekostet. Was bleibt? Ein paar Absichtserklärungen, ne? Zwischen Suppe und erster Vorspeise. Gott, wir wollen weniger Hunger und weniger Erderwärmung in der Welt. Bla und blub und guten Appetit. Das war's. Aber schöne Bilder gab's. Darauf kommt's ja an. Besonders dieses eine, na, auf der Holzbank, die sie in diese Wiese hinein gefotoshoppt hatten, wo Obama da saß und vor ihm die Kanzlerin. Und alle haben gesagt, was hat sie ihm da wohl gesagt? Ich glaube, vielleicht kamen sie vom Angeln. So groß war der Fisch, so groß war der Fisch. Nein, da haben sie Lippenleser und die haben dann also gesagt, ja, die haben sich unterhalten, also der NSA-Skandal, dass unsere Abgeordneten da Einblick in die Protokolle haben wollten. Und da hat sie gesagt, was soll ich machen, wir leben halt nun mal in einer parlamentarischen Demokratie. Und da hat der Obama nur cool gesagt, Demokratie und wer hat's erfunden? Griechenland, da war sie richtig sauer. Weil sie wusste, die Realität wartet wieder auf mich, weil die Griechen waren wieder da. Na, also vor allem der Tsipras, der durfte reden im Europäischen Parlament in Straßburg und hat versucht zu erklären, warum die Lage in Griechenland so ist, wie sie ist und warum die sogenannten Hilfspakete keine Hilfspakete sind, sondern nur ein Blankoscheck für einen Beutezug. Und das hat das Parlament sich gelangweilt angehört. Und dann kam der Chef der Konservativen von der EVP, Manfred Weber von der CSU, und der hat auf die Tränendrüse gedrückt. Es ist der Landwirt in Portugal, die Krankenschwester in der Slowakei, der kleine Beamte in Helsinki. Das sind die Leute, die für ihre Schulden zahlen, Herr Tsipras. Jawohl, haben alle gerufen. Geht ja wohl gar nicht, dass ein Land auf Kosten aller anderen lebt. Was hat denn sowas mit Gemeinschaft zu tun? Besonders laut hat der Dijsselbloem wieder geklatscht. Jeroen, Dijsselbloem, so kann nicht sein, dass ein Land macht, was er will. Oder Solidarität, wir brauchen Solidarität. Ich hab irgendwann gesagt, was wollen wir trinken? Nein, Solidarität. Der Euro-Gruppenchef Dijsselbloem, der dem Wohl aller Europäer verpflichtet ist, ne? Im Nebenberuf ist er noch Finanzminister der Niederlande und weigert sich seit Jahren, eine europäische Regelung gegen Steuerdumping und Steuervermeidung einzuführen, weil er weiß, seine Niederlande sind das größte Schleuserland für Konzerngewinne, die in Steueroasen transferiert werden. Weil sowas macht die Wirtschaft, ne? Gewinne dort versteuern, wo kaum Steuern anfallen und Verluste im eigenen Land geltend machen, um so dort die Steuerlast zu senken.
Alleine IKEA hat so bei uns trotz einem 4 Milliarden Umsatz nur 50.000 Euro an Steuern bezahlt und den Rest sauber an der europäischen Solidargemeinschaft vorbeigemogelt. Das muss natürlich irgendwie wieder reingeholt werden. Und wie macht man es? Durch Kürzungen im Sozialbereich. Wie sonst? Wir haben immer gedacht, sowas geht doch nur in Luxemburg. Nein, unser Nachbar Holland, ein nordeuropäisches Land, völlig frei von griechischem Einfluss, entzieht durch seine ganz legale Finanzpolitik dem Rest Europas Milliarden an Steuern. Von daher nahmen die Holländer das auch ganz easy mit der Debatte um die Verteilung der Flüchtlinge. Haben die gesagt, haben wir schon jede Menge bei uns, Steuerflüchtlinge. Und die haben es bei uns auch nicht leicht, haben die gesagt, leben alle in Briefkästen. Na, alleine... alleine... alleine Amsterdam beherbergt über 10.000 Briefkastenfirmen. 80 der weltweit größten Unternehmen haben ihren Scheinfirmensitz in Holland. Von IKEA bis Fiat, alles ganz legal. Da hätte ich mir im Europäischen Parlament auch mal ein paar klare Worte von dem Weber gewünscht, dass er hingeht und sagt, es ist der Landwirt in Portugal, die Krankenschwester in der Slowakei, der kleine Beamte in Helsinki. Das sind die Leute, die für Sie, Herr Deisselblom, Ihre Drecks-Steueroptimierungsmodelle finanzieren, diese unglaubliche Sauerei, die sie hier tagtäglich vor unser aller Augen abspielt, Sie Arschloch. Das wäre mal... Ja! Alter, Mensch! Alter, Stimmung! Alter, da wäre mal... Da wäre vielleicht mal Stimmung in dem ganzen Laden gewesen. An der Stelle kriege ich immer Kopfschmerzen. Aber so einfach Aspirin einwerfen geht ja auch nicht. Denn wo hat Aspirinhersteller Bayer einen Scheinfirmensitz, um die Lizenzgebühren für seine Pillen zu versteuern? In Holland. Aber da mussten wir uns dann nicht mehr länger, weil das war dann irgendwann kein Thema mehr. Weil auf einmal war sie da. Die Flüchtlingskrise, ne, eine unter vielen. Die Welt ist aus den Fugen, die ganzen politischen Beben, dann die religiösen Konflikte. Da blickt doch niemand mehr durch. Wer da jetzt genau gegen wen? Der Islamische Staat gegen die Al-Nusra-Hanuten, die Wahhabiten gegen die gemäßigten Islamisten, die Schiiten gegen die Sunniten, die Stalaktiten gegen die Stalagmiten und wir immer mittendrin. Du weißt doch heute gar nicht mehr, wie du einigermaßen politisch korrekt noch durch den Tag kommst. Ne, wie begrüßt man so, dass man niemanden beleidigt? Ich hab's abends zeitlang so gemacht, ich bin nur noch raus auf die Bühne, hab gesagt, moin. Oder Prost. Das ist einigermaßen gesichtswahrend. Auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise habe ich oft noch so ein solidarisches Jammers in den Saal gerufen, da kam zurück, geht aufs Haus. Nee, weil selbst mit einem gut gemeinten guten Tag kannst du heute völlig daneben liegen. Ich weiß, unsere Kanzlerin wird ja seit Jahren nicht müde zu betonen, uns geht es gut. Nicht mehr Zweifel sind, kommt immer, uns geht es gut. Das war der USB-Stick, den sie drin hatte, bevor sie ihn durch den Wir schaffen das Stick ersetzt hatte. Uns geht es gut. Und dann gehst du draußen auf einen zu und sagst, guten Tag. Wenn du Pech hast, kommt die passende Antwort. Was soll an dem Tag für mich gut werden? Pass auf, sonst gibt's ein paar aufs Maul. Ich hab's halt gern so ein bisschen locker. Und ich war neulich erst wieder in Mannheim. In Mannheim. Und da ist, ich mag die Sprache. Na gut, Sprache kann man dazu eigentlich nicht sagen. Aber das ist ja mehr so ein Sing-Sang, gell? Und der Kehlkopf hebt, das geht rauf und runter und rauf und runter. Jo, ne, wie die, also ist immer, wie die... Wie die Börsenkurse, also hoch und runter, immer fröhlich. Wenn man mit offenen Augen durch Mannheim läuft, weiß man eigentlich gar nicht warum, aber ist egal. Es ist, wem du da begegnest, was der auch gehabt hat, Zahnwurzelbehandlung, Privatinsolvenz, irgendwas im finalen Stadium. Du gehst auf den zu und sagst, wie geht's? Da kommt jemand, aller gut. Also das passt zu mir, das ist schön, das ist aller gut.
kriegst du automatisch gute Laune. Aller gut, aber das mache ich jetzt auch. Aller gut, habe ich in diesem Jahr einmal in Dresden gesagt. Oh. Hatte ich die Pegidioten zur Verblödung des Abendlandes an der Backe. Was sollten an dem Aller gut sein? Und für mich die schlimmsten Bilder in diesem Jahr. Die sind dann aber auch drauf. Da kommen daher, lächeln Sie eine soziale Hängematte und was die alles. Die sollen zu Hause bleiben, sollen ihr Land wieder aufbauen. Im Krieg? Wir haben auch Krieg gehabt, sind wir weggelaufen. Schmarotzer, die können sich aufnehmen. Die machen ihr Urlaub. Ja, die kriegen einen Haufen Geld jeden Tag. Hm? No, das ist so. Ich bin voller Hass. Voller Hass. Die müssen weg. Das ist schlimm, ne? Wenn sich so die innere Hässlichkeit mit der äußeren vermählt. Also. In Bayern ist es jovialer. Da sagt man halt, mei, wir haben wieder so ein Asylantenheimer anzünden. Das ist mehr so Folklore. Ne? Macht mir noch ein Lied dazu. In Aschau brennt ein Flüchtlingsheim. Eins zugesuffen. Aber diese Abendspaziergänge in Dresden, ich hatte gedacht, eigentlich war das doch erledigt, oder? Pegida hatte sich gespalten in die ganz Braunen um den Bachmann und in die Mittelbraunen. Kennt man vom Wintersport. Mob Deutschland 1 und Mob Deutschland 2. Und die Vorgruppe von Pegida, die AfD, die hatten sich ja auch halbiert. Da die verhaltensgestörten Professoren um den Lucke und die Rechten mit Frauke Petri an der Spitze. Eine ganz sympathische Frau. Die hat die Partei auch gleich auf Linie gebracht mit dem neuen Gruß, Petri Heil. Ne, und am Anfang war das noch so, da waren alle noch so dialogbereit, haben alle gesagt, ja, man muss die Sorgen ernst nehmen von denen, die da mitlaufen, weil Mitläufer ja noch nie Unheil über dieses Land gebracht hatten. Ich habe mich immer nur gefragt, warum diese Angst vor einer Arabisierung Dresdens? Das waren aberwitzige Aussagen waren dabei. Ich möchte nicht, dass meine Enkelin nur noch mit der Burka in den Kindergarten gehen darf. Mein Lieblingsargument ist nach wie vor, wenn das mit der Islamisierung bei uns hier so weitergeht, dann wird rund um Dresden bald kein anständiges Deutsch mehr gesprochen. Da. Ah, ah, ah. Ah. Da habe ich dann nur kurz gesagt, aller gut. Ja, und dann war ich weg. Ne? Und dann durften sich im Schutz, also im Schutzschild der besorgten Bürger, durfte sich dann der rechte Mob austoben. In Heidenau. 2 Tage lang pöbeln, Molotow-Cocktails, schmeißen weg mit dem Bock. Wir sind das Volk. Und was für eins, habe ich mir manchmal gedacht. Und dann kam aber unsere Justiz und die haben gesagt, nein, nein, nein. Haben gesagt, sowas geht ja gar nicht. Also hier wird mit der vollen Härte des Rechtsstaats durchgegriffen. So wie der NSU 10 Jahre lang die volle Härte unseres Rechtsstaats zu spüren bekommen hat. Wir hatten in diesem Jahr bislang schon über 800 Übergriffe auf Flüchtlingsheime, also terroristische Akte. Selbst wenn es jedes Mal nur Einzeltäter gewesen wären, dann müssten doch mindestens 800 Leute in Untersuchungshaft sitzen. Wissen wir da was? Nö, ne? In Heidenau schon. Also da hat also die volle Härte des Rechtsstaats aber sowas von. Also einen Randalierer, den haben die eine Stunde lang in die Mangel genommen. Machen Sie mal einen Kofferraum auf. Und da waren dann noch so 7 Molotow-Cocktails drin. Und gesagt, Sie haben wohl noch was vor heute? Gute Fahrt. Ja, und dann haben... Und dann haben die Verantwortlichen gejammert. Und dann haben sie gesagt, ja, ist auch schwierig. Wir waren auf den Mob nicht vorbereitet. Zu wenig Einsatzkräfte. Und aus anderen Bundesländern Zusatzkräfte anfordern. Oh, das geht nicht so einfach. Ich sag, hallo?
Paar Wochen vorher hatten 24.000 bundesweit zusammengekarrte Polizisten 7 Politiker für 2 Tage im Bergmassiv versteckt, um ihnen zu zeigen, wie beliebt sie bei ihrem Volk sind. Und wenn der rechte Mob tobt, kann sich nicht mal eine zusätzliche Hundertschaft auf den Weg machen. Aber gut. Aber gut, für die Koordination ist ja auch unser Innenminister zuständig. Thomas de Maizière. Na, und der hat noch nie was auf die Reihe gekriegt. Zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrauchen. Als Justizminister in Sachsen hat er den korrupten Sachsensumpf nicht aufgeklärt. Als Kanzleramtsminister der NSA den Bespitzelungsfreibrief erteilt. Als Verteidigungsminister das Milliardendesaster mit den flugunfähigen Drohnen. Komm her, Drohne, bei Fuß. Ne, uns Steuerzahlern ins Nest gelegt und jetzt als Innenminister keine Übersicht, Aktionismus, von den Behörden weiß er nicht, was sie tun, ne, und teilentmachtet haben sie ihn auch. Er weiß ja immer von nichts, das finde ich das Schöne. Er weiß nie, er kann nie was dafür. Er war in Fachkreisen, nennt man das schon, das Tschäpe-Syndrom. Ne, hat sich vom Altmaier aus dem Kanzleramt, hat er sich die Ich-weiß-von-nichts-App auf sein Smartphone geladen. Und die funktioniert sehr gut, weil die Software dafür hatte noch der Pofalla entwickeln lassen. Doch. Thomas. Thomas de Maizière. Irgendwann hat er sich gedacht, ich muss von meiner Inkompetenz ablenken. Er hat gesagt, ich habe nach dem Peter-Prinzip die höchste Stufe meiner eigenen Unfähigkeit erreicht. Und dann hat er versucht, in der Flüchtlingsfrage die CSU rechts zu überholen, was eine Zeit lang schwer war, weil auf dem Standstreifen stand die SPD mit Sigmar Gabriel und hat alles blockiert. Na, und dann hat er losgeholt, so, Flüchtlinge, die im Taxi durchs Land fahren, was soll das, keiner Verständnis. Flüchtlinge, denen das Essen nicht passt, das ist nicht akzeptabel. Und dann hat er mal eben Afghanistan zum sicheren Herkunftsland erklärt. Hat gemeint, wenn wir dort schon Entwicklungshilfe geben, dann kann man ja auch erwarten, dass sie dort bleiben. Ich sage, Afghanistan? Sicheres Herkunftsland? 2 Erdhöhlen vielleicht noch. Der Rest ist ja wieder unter der Kontrolle von Taliban und Warlords. Aber ich sage, was müssen wir von einem erwarten? Ne, wie de Maizière, der das Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum beendet hatte. Der anerkannten syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen den Nachzug ihrer Frauen und Kinder verweigert, die jetzt wieder auf Schlepper angewiesen sind, die es doch eigentlich zu bekämpfen gilt, denen sie ihr Leben anvertrauen müssen, in der Hoffnung, das marode Schlauchboot hält irgendwie durch. Aber dafür gab es viel Lob von der Schwesterpartei CSU und keinen Widerspruch der barmherzigen Kanzlerin. Kinder und Frauen werden wieder auf unsichere Boote getrieben. Das heißt, die wackeren Unionschristen betreiben damit das, was sie im Bundestag noch abgelehnt hatten, geschäftsmäßige Sterbehilfe. Aber ich weiß nicht, ich gebe ja die Hoffnung nie auf. Ich meine, vielleicht kommt der de Maizière irgendwann, der alte Hugenottenprinz. Vielleicht kommt er irgendwann noch mal drauf, von wegen, was hat mich mit diesem Nachnamen mal nach Preußen verschlagen? Ich vermute mal seine Urahnen aus der Bretagne, die politisch-religiös verfolgt auf Wanderschaft gehen mussten. Die Bretagne, ein damals ähnlich sicheres Herkunftsland wie heute Afghanistan. Aber er vergisst halt so schnell. Nur am besten in der ganzen Flüchtlingsdebatte hat mir die Kanzlerin gefallen. Das war super, oder? Also erstmal hat sie viel zu lange gewartet. Jahrelang hat sie sich der Realität verweigert. Ich fand es immer so in den Berichten, wenn es immer hieß, gerade in Skandinavien, wie die Einwanderungsbehörde mitteilt. Da habe ich gesagt, haben wir sowas eigentlich? Eine Einwanderungsbehörde? Nö, ne? 10 Jahre lang hatte sie Zeit, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Es ist nichts passiert. Wir haben immer noch kein Einwanderungsministerium. Wir haben uns jahrzehntelang ein Postministerium geleistet. Das erschien uns wichtiger für die großen Zukunftsaufgaben, einen Minister zu haben, der für Briefmarken und Päckchen zuständig ist. Und dann war klar, oh, sie muss sich der Situation stellen, weil das Volk war schon viel weiter als die Politik und hat die Flüchtlinge begrüßt und gesagt, wir regeln das so, wir machen das so. Und da hat sie gemerkt, was da los, da vorne läuft mein Volk.
Jetzt muss ich aber ganz schnell hinterher. Und dann kam Ihre legendäre Pressekonferenz. Wir schaffen das. Ich hätte mir danach ein Komma gewünscht, dann ein Weil, dann ein Doppelpunkt und dann 5 Punkte. Irgendwie sowas wie ein Plan. Aber man darf die mächtigste Frau der Welt natürlich auch nicht überfordern. Wir schaffen das. Der Spruch ist im Original von Bob der Baumeister. Und heißt im Englischen, yes we can, kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ne? Nein, aber dass sie plötzlich das mit den Flüchtlingen erkannt hatte, lag vor allen Dingen daran, die SPD war schneller. Ja, der dicke Sigi hat seinen Urlaub verkürzt, ist nach Heidenau gereist, Sommerloch, und schon haben die Medien gemutmaßt, die SPD wird womöglich die Union in der Flüchtlings- und Asylpolitik vor sich hertreiben. Die SPD, unser soziales Spurenelement, hat sich angeschickt, den Monolith-Union vor sich her zu treiben. Ein paar waren ganz euphorisch und haben gemeint, die SPD hat das Heft des Handelns in die Hand genommen. Und dann kam die Kanzlerin und gesagt, aber ich schreibe die Seiten voll. Und auf einmal wurde jeder Satz von ihr wieder als Offenbarung gefeiert. Die kluge Moderatorin, die alles vom Ende her denkt. Und dann hat uns Volker Kauder noch beruhigt. Hat eine Prise ihres Mehltaus über uns gestreut. Und hat gesagt, auch in dieser Krise fährt diese Bundesregierung, fahren wir mit Angela Merkel auf Sicht. Es soll uns immer beruhigen, ne? Wenn eine Regierung auf Sicht fährt. Was auf Sicht fahren bedeutet, kennt man aus der Seefahrt. Man stochert hilflos im Nebel, hat Peilung und Orientierung verloren und der Kompass spinnt. Wenn es bei einem Flug heißt, wir müssen auf Sicht landen, dann sind die Stewardessen die Ersten, die sich anschnallen und bekreuzigen. Das Letzte... Das letzte berühmte Schiff, das sehr erfolgreich auf Sicht gefahren ist. War die Titanic. Na, aber die Medien waren entzückt und haben gesagt, ja, die Kanzlerin ist wieder da. Und über Nacht war sie die Flüchtlingskanzlerin. Klang nach dem Drehbuch für Christine Neubauer. Aber was für ein Rührstück, nachdem bekannt wurde, dass in Hannover eine geflüchtete Frau aus Ghana ihr dort neugeborenes Mädchen auf den Namen Angela Merkel hatte taufen lassen. Da hat die Welt gejubelt. Also Springers Welt, die Zeitung, ne? Sagt, Flüchtlinge nennen ihre Kinder nach unserer Kanzlerin. Das ist Welt. Es war eine Frau. Und die hat ihr einziges Kind nach der Kanzlerin benannt. Mutter heißt Ophelia Ade, heißt, ihr Mädchen hört jetzt auf den schönen Namen Angela Merkel Ade. Blöd ist nur, dass Ghana als sicheres Herkunftsland eingestuft worden ist, deren Menschen bei uns nach der Verschärfung des Asylrechts keine Bleibeperspektive haben. Aber gut, vielleicht kommt die Kanzlerin bei den beiden ADs vor der Abschiebung ja noch schnell zum Streicheln vorbei. Man weiß es ja nicht. Nein, das mit den Flüchtlingen, das an die Ursachen geht keiner ran. Das ist immer an die Fluchtursachen. Fand ich so schön in diesem Jahr, immer alle betroffen in die Kameras geglotzt und gesagt, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Und dann sind sie wieder essen gegangen. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Nur was verstehen die EU und unsere Innenminister unter Fluchtursachen bekämpfen? Die Schlauchboote an den Stränden schon durchlöchern, damit sie es gar nicht aufs Meer schaffen? Wenn die EU Fluchtursachen wirksam bekämpfen möchte, dann müssen sie sich mal eingestehen, dass ein Hauptgrund für die Fluchtursachen ihre Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte ist. Wenn...
Wenn die EU Fluchtursachen wirksam bekämpfen möchte, dann müsste sie mal ihre blödsinnige Agrarsubventionspolitik ändern, die ganze Volkswirtschaften in Afrika zerstört und den Kleinbauern das Wasser abgräbt. Wenn die EU Fluchtursachen wirksam bekämpfen möchte, sollte sie schleunigst ihre Fischfangflotten aus den Meeren abziehen, die dafür sorgen, dass afrikanische Fischer auf dem Trockenen sitzen. Wenn die EU Fluchtursachen wirksam bekämpfen möchte, dann könnten wir auch unseren Teil dazu beitragen. Wir könnten es Großunternehmen wie der Deutschen Bank, solange sie noch ein bisschen Geld hat, oder der Allianz könnten wir untersagen, es wäre ein Federstrich unseres Justizministers Maas, Klammer auf, SPD, Klammer zu, dass die an den Börsen immer noch auf Lebensmittelknappheit zocken dürfen. Wenn die EU... Wenn die EU Fluchtursachen wirksam bekämpfen möchte, dann könnte sie mit dem Blödsinn aufhören, dass wir dem Benzin für unsere Autos 10% Lebensmittel beimischen dürfen. Mais, Getreide, Weizen, ne, die neue... Die neue Form von Essen auf Rädern. Ne? Wir waren ja immer so arrogant. Ne? Wir waren so immer arrogant, da haben wir gesagt, oh, komm, die in Afrika. Ich weiß, die kriegen doch nichts mit. Hä? Ich kenne doch nicht, was soll die Afrika? Hallo, habe ich gesagt, wir leben im digitalen Zeitalter. Seit 2 Jahren haben wir mit dem Internet ja Neuland betreten, wie unsere Kanzlerin uns verraten hat. Wir leben im Internet, wir haben auch die digitale Globalisierung. Heute sitzen die Beduinen immer nachts im Wüstensand und schauen sich den Sternenhimmel an. Die haben ihre Smartphones und wischen. Und dann sehen die Bilder. Dann sehen die Demo der Milchbauern zum Beispiel. In diesem Jahr, die gegen den Verfall des Milchpreises protestiert hatten, weil der fällt und fällt und fällt, tatkräftig unterstützt vom mündigen Verbraucher. Ich will den Tag noch erleben, an dem im Aldi der Liter Milch weniger kostet als der Liter Wasser. Hatten wir in diesem Jahr schon. Und die Milchbauern sind im Nebenerwerb Biogasanlagenbetreiber, stehen morgens im Stall und wundern sich und sagen, wenn ich mit der Scheiße meiner Kuh mehr Geld mache als mit deren Milch, da stimmt doch irgendwas am System nicht mehr. Das ist doch der Fall. Wenn die EU Fluchtursachen wirksam bekämpfen möchte, dann sollten vor allen Dingen wir uns nicht länger grämen, dass wir in diesem Jahr auf Platz 4 der weltgrößten Rüstungsexportnationen zurückgefallen sind, sondern wir sollten uns darüber freuen. Am besten dann durchgereicht auf den letzten Platz. Wir verkaufen ja immer noch wie die Blöden. Ne? Wir verkaufen ja immer noch wie die Blöden. Waffen in Krisengebiete, dort entstehen die Bürgerkriege erzeugen die Flüchtlinge kommen zu uns und beheben so den Fachkräftemangel. Also so hat sich die Wirtschaft das mal gedacht. Eine Win-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 Situation. Aber ganz so einfach ist es nicht. Aber wir liefern. Eigentlich wollten wir in diesem Jahr die Rüstungsexporte halbieren. Hat der Wirtschaftsminister Gabriel uns versprochen. Bilanz zum Jahresende, wir haben sie verdoppelt. Gut, man kennt es, wenn man abnehmen will, das ist der Jojo-Effekt. Ne? Wir liefern an Saudi-Arabien, eine lupenreine Diktatur, in der Christen verfolgt, Frauen gesteinigt und systemkritische Blogger ausgepeitscht werden. Denen liefern wir alles. Schweres Gerät, leichtes Gerät. Wir würden denen auch die Peitschen liefern. Hätten wir eine Peitschenmanufaktur in einer strukturschwachen Gegend. Weil das generiert Arbeitsplätze. Saudi-Arabien, unser strategischer Stabilitätsanker in der Region, den man mit Waffen ertüchtigen muss, wie es unsere sich der Tyrannei entgegenstellende Person of the Year nicht müde wurde zu betonen. Okay, die Frauen ist besser geworden. Die Frauen dürfen wählen jetzt. Also dürfen wählen, ob sie nach dem Ehebruch sich steinigen oder lieber kreuzigen lassen wollen. Das ist schon ein Riesenfortschritt. Unser Wirtschaftspartner Saudi-Arabien ist der Hauptfinanzier vom Islamischen Staat. Hat in diesem Jahr mehr Menschen geköpft als der Islamische Staat. Saudi-Arabien bombt mit unseren Waffen gerade den Jemen in die ewigen Jagdgründe. 1,4 Millionen Menschen sind dort schon auf der Flucht. Wo werden die wohl hinwollen? Wenn die sagen, dorthin, wo auch die Waffen her, die...
Das ist komisch, die Flüchtlinge, die werden uns als Bedrohung verkauft. Ui, 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 die Flüchtlinge, das ist das Fremde. Aber nach diesen ganzen Anschlagsserien in diesem Jahr an den Terror, da sagen alle, ja, da müssten wir uns jetzt halt gewöhnen. Das wäre irgendwie bei uns nur so Frage der Zeit, bis es bei uns auch mal so, das gehört halt jetzt irgendwie dazu, ne? Wenn man auf Weihnachtsmärkte geht, dass dort der Begriff Glühwein mit Schuss vielleicht auch mal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Ja, es wird alles normal. RTL arbeitet schon an einem neuen Format, das Terrorcamp. Ne? C-Salafisten im Dschungel und das Publikum bestimmt den Sprengmeister. Ist alles normal, sagen die. Ist alles nur eine Frage der Zeit. Ist normal. Wird Helene Fischer demnächst ihre Weihnachtslieder neu betexten lassen müssen? In der Weihnachtsbäckerei schaut ein Dschihadist vorbei. Macht dort Peng und Bumm, legt die Leute um. Was eine Riesensauerei. Sowas darf ich nicht sagen. Das ist zynisch. Sondern es ist zynisch. Ich habe in dem Jahr gelernt, was zynisch ist. Egal, wo gerade wieder irgendein Anschlag war. Am nächsten Tag machst du Fernseher an, Nachrichten und gleich die Frage, ja, Sissi Heidmanek, wirkt sich das an der Börse schon aus? Ja, in der Tat, viele Anleger haben sich schon von Reiseveranstalteraktien getrennt. Und weiter ging der Irrsinn. Valerie Haller, die Anschläge von Paris und die Folgen, werden die Börsen auf Talfahrt gehen? Noch bessere Schlagzeile war nach den Anschlägen von Paris. Terrorangst auch an den Börsen. Oh, Himmel. Verursacherprinzip? Nein, die hatten doch dort keine Angst. Nein, die hatten doch dort keine Angst vor Attentaten. Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,65%. Die Anleger sind verunsichert. Es gibt Sorge, dass die Attentate auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa haben könnten. Warum, frage ich mich, machen die Moderatoren sowas mit? Wenn ihnen nach solchen Ereignissen ihre Wirtschaftsredakteure das auf die Karteikarten schreiben, warum sagen die nicht, ist das euer Ernst? Wir haben die Bilder gerade von den Anschlägen, das soll ich jetzt allen Ernstes fragen, Karteikarte zerreißen, Mikro abschnallen, gehen. Was ist denn... Was ist denn daran so schwer? Ne, immer diese Randgruppenmeldungen, die aufgeblasen werden zu irgendwas. Und da, wo drüber berichtet wird, wir hatten in diesem Jahr die größte Demo in Berlin seit Jahrzehnten. Knapp 250.000 Menschen waren auf der Straße gegen dieses Freihandelsabkommen TTIP. Das war schon eine kleine Meldung. Nach einem Tag vergessen. Weil alle gesagt haben, ja, wer da mitläuft, der Spinner, Linke, vegane Gutmenschen. Gut, ein paar Menschen waren dabei, die hatten vielleicht auch Sorgen, was mit diesem Freihandelsabkommen auf uns zukommt. Aber da wird abgebügelt, ah, die haben keine Ahnung. Die haben keine ewig Gestrige. Und alle sagen, ja, ja, auch unser Bundespräsident, den Handel, wir müssen dem Handel die Grenzen öffnen. Hat er gesagt, wir müssen dem Handel die Grenzen öffnen. Für die Menschen müssen wir sie schließen. Für den Handel müssen wir sie öffnen. Nein, aber da wird nicht drüber berichtet. Wir berichten über die anderen, die Sorgen haben. Montag für Montag wird in der Tagesschau, wird fett berichtet, wenn sich wieder ein paar Frustbürger in Dresden in der Pegida-Pampe suhlen. Ich sage, warum wird denn nicht mal täglich über die unzähligen Ehrenamtlichen berichtet, die sich um die Flüchtlinge kümmern? Nein, es ist immer die Berichterstattung, es ist immer... Nein, es geht immer um Gottes Willen. Montag sind die besorgten Bürger wieder auf der Straße. Die besorgten Bürger, das ist mein Unwort des Jahres. Besorgte Bürger. Komisch, die besorgten Bürger waren nie besorgt, als die Laufzeiten für Atomkraftwerke verlängert wurden. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt bei der Volksbefragung in Baden-Württemberg zu Stuttgart 21. Die besorgten Bürger waren auch nie besorgt bei der jährlichen Vorstellung des Rüstungsexportberichts. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt darüber, dass ihre Altersvorsorge der schwarzen Null geopfert wird. Die besorgten Bürger waren nie besorgt bei der jährlichen Verkündigung, die Klimaziele würden leider wieder nicht erreicht. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt
ausgesorgt, als durch eine irreale Austeritätspolitik Länder im Süden Europas in die Armut getrieben wurden. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt darüber, dass unser Exportüberschuss und unser Lohndumping Europa in Schieflage gebracht hat. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt über die besorgten... Könnt noch endlos weitermachen. Also noch viele. Natürlich fragt man sich auch am Jahresende, gibt's denn gar nichts Positives? War denn gar nichts Positives in diesem Jahr? Doch, doch. Ein paar Sachen gibt's. Also gerade jetzt erst. Die EU-Kommission ist doch langsam besorgt darüber, dass also überall in Europa Zäune errichtet werden, Stacheldraht. Und hat festgestellt, also nur mit einer einheitlichen Höhe. Jetzt haben sie eine Zaunhöhen-Normierungskommission eingesetzt. Viele neue Planstellen für Beamte geschaffen. Hatten wir sonst noch was Positives in dem? Ja, doch. Kanada hat gewählt. Wieder so ein 40-Jähriger ohne Schlips. Justin Trudeau, der Sohn vom Ex-Premier. Und er hat die absolute Mehrheit geholt gegen seinen konservativen Amtsvorgänger mit einem Programm, das diametral entgegengesetzt ist zu dem, was wir dem Rest der Welt immer als alleingültiges Erfolgsrezept verkaufen. Er hat gesagt, Austerität ist Quatsch. Mit Sparen erzeugt man kein Wachstum. Ein Staat muss sich verschulden. Ein Staat braucht keine schwarze Null. Ein Staat muss investieren für künftige Generationen. Dann hat er gesagt, raus aus dem Syrien-Konflikt. Dafür nehmen wir mehr Flüchtlinge auf. Das Freihandelsabkommen mit Europa wird neu überdacht. Umwelt hat Vorrang. Und dann hat er sein Kabinett besetzt. Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Indianer, Migranten, alles dabei. Und die meisten Ressorts werden geleitet von Leuten, die darin Berufserfahrung haben. Da waren die Reporter aber mal ratlos und haben gesagt, warum machen Sie das? Hat er ihnen eine kurze Antwort gegeben und hat gesagt, weil wir 2015 haben. Das war bei uns wieder so eine kleine Meldung. Und bei uns gab's auch was Versöhnliches. Doch, gab wieder einen schönen Film über die Kanzlerin. Gab's im letzten Jahr schon einen bei Sat.1. Da wurde sie dargestellt von Veronika Ferris. Und in diesem Jahr hat das ZDF nachgezogen. Ja, mit Iris Berben. Iris Berben spielt eine hartherzige Kanzlerin, so typ böse Schwiegermutter aus dem Märchen. Und dann besucht die so eine Baustelle und dort fällt ihr ein Schild auf den Kopf. Im Krankenhaus wacht sie auf, weiß nimmer, wer sie ist, ist aber auf einmal menschlich und gütig. Seitdem suche ich nach dem Schild. Dass unsere Echten auf den Kopf geknallt ist. Denke mal, mit der Suche werde ich das ganze nächste Jahr noch beschäftigt sein. Und ich bin auch sicher, und das ist das Versöhnliche, der Deutsche mag ja keine Veränderung. Auch 2016 wird mit Sicherheit wieder genauso bescheuert wie 2015. Machen wir das Beste draus. Vielen Dank.